فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. Und dieser Imam ist sein Name Abu al-Aliya al-Riyahi al-Basri. Habt ihr mal davon gehört? Abu al-Aliya al-Riyahi. Sheikh Ubay sagte von den A'immatu al-Salaf, von den Imamen der Salaf, Abu al-Aliya al-Riyahi, Rahimahullah. Imam al-Zahabi rahimullah sagte über ihn in Sir Alam al-Nubala am Anfang in seiner Beschreibung: Al-Imamu, der Imam, Al-Muqari'u, Muqari, was haben wir selten gehört? Al-Muqari, yani derjenige, der den Koran viel liest. Al-Muqari, yani kommt vom Qira. Al-Muqari. Und was liest er? Das Buch Allahs. Al-Hafiz. المفسر احد الاعلام eine von den Sternen, eine von den Sternen der Salaf. Er war ein Sklave für eine Frau von Bani Riyah. Also genannt er Abu Aliya al-Riyahi. Er war Sklave von einer Frau vom Stamm Bani Riyah. Und er erreichte schon die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er erreichte die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und konvertierte zum Islam in der Khilafa, in der Herrschaft von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an. Wa dakhala alayhi. Dakhala alayhi, yani er ging zu Abu Bakr, er traf ihn. Das ist eine Ehre. Das ist eine gewaltige Ehre, wie wir heute yani, uns geehrt fühlen, wenn wir die Ulema unserer Zeit treffen, Sheikh Rabia, Sheikh Fawzan, Sheikh Luhaidan, Sheikh Abbad, Sheikh Ubaid, Sheikh Abdullah und so weiter. Du fühlst dich geehrt. Du triffst die A'imma in unserer Zeit. So war für sie eine noch gewaltigere Ehre, dass sie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, der beste Mann nach den Propheten, die auf dieser Erde Fuß gefasst hat, ihn zu sehen, ihn zu treffen. Weil Abu Ali al-Riyahi ist von den Kibar al-Tabi'in, von den Großen, von den Tabi'in. Und er hörte Hadithe von Umar, von Ali radiallahu anhuma, von Abi Dhar radiallahu an, von Abdul ibn Mas'ud radiallahu an, von Aisha radiallahu anha, von Ibn Abbas radiallahu anhuma, von Zayd ibn Thabit radiallahu anhuma. Wa'iddatin, und einigen noch. Auch von diesen Sahaba, er hat sie getroffen und Hadithe gehört. Gewaltig. Und er lernte den Koran auswendig und las vor dem edlen Sahabi Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, einer von den wissendsten Sahaba über den Koran. Er lernte den Koran bei ihm. Und er las ihm vor, er trug ihm vor. Und es wird gesagt, dass er auch am Umar radiallahu an der Koran vortrug. Und er sagte Abu Ali einmal, sagte er, ich habe am Umar radiallahu an dreimal der Koran vorgelesen. Dreimal. Umar, Bruder, Umar al-Faruq. Der zweite Beste dieser Umma, Umar al-Faruq, radiallahu anhu. Abu Aliya al-Riyahi, rahimahullah, er sagte, als Ibn Abbas, radiallahu an, war Führer, der von Ali, radiallahu an, gesetzt wurde, er nahm mich und setzte mich auf seinen Couch. Und die Quraysh, sie saßen unten am Boden. In den Quraysh, Bruder, Quraysh sind die Stammbaum vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, die bis zum Ibrahim alaihi salatu wasallam führte. Jedoch
ابن عباس در سلبر ان قرشی وار ارنام دیز سلاو سلاو دس مملوک ارنام دیز سلاو زست اوف سان قاوش بازش اون دی قرش اون تنم بودن اون اینیگه قرش شاوتن دس ein bisschen skeptisch an. Dann sagte ihnen Ibn Abbas sagte, so ist das Wissen. Das Wissen vermehrt dem Geehrter die Ehre. Er ist schon geehrt, aber es vermehrt ihm noch mehr die Ehre. Und somit wird der Sklave auf dem Couch gesetzt. Wegen seinem Wissen. Ich habe nichts neben mir getan, außer wegen seinem Wissen, seiner Position im Wissen. Nichts anderes. Gewaltig. Allahu Akbar. Abu Bakr ibn Abi Dawud, Rahimullah, er sagte, es gibt kein Wissender nach den Sahaba über dem Koran als Abu Ali al-Riyahi. Nach den Sahaba, es gibt kein Wissender Person über das Buch Allahs, als Abu Aliya al-Riyahi. Und nach ihm kommt Sa'id ibn Jubayr. Und seine Biografie haben wir durchgenommen. Imam Sa'id ibn Jubayr. Und Abu Aliya al-Riyahi, Rahimullah, er wurde als vertrauenswürdig eingestuft von zwei großen Imamen der Jarh und Ta'dil. Abu Zur'a al-Razi und Abu Hatim al-Razi. Sie haben diesen Mann als vertrauenswürdig eingestuft. Und es ist bekannt, dass Abu Zur'a und Abu Hatim, sie gehörten zu den strengen Gelehrten in der Einstufung. Und dass sie ihn einstufen, Khalas, dann ist fertig. Wie Ibn Ma'in und Abu Zur'a, wenn sie ihn einstufen, jemandem Khalas. Wenn schon den strengen ihn einstuft, wie es geschweige denn Mu'tadil, yani der Mu'tadil, yani der Gemäßigte. Dann noch mehr. Und Mutasahil, derjenige, der einfach umgeht mit diesen Sachen, dann noch mehr. Weil in Jarh al-Ta'dil gibt es Ulema, die ganz streng sind. Dann Mu'tadil, gemäßigte. Und dann Mutasahil, die leicht damit umgeht mit diesen Gesetzen von Jarh al-Ta'dil. Einfach leicht jemanden lobt oder leicht jemanden so kritisiert, das sind so. Zum Beispiel zur Zeit von Imam Ahmed, Rahimullah. Imam Ahmed war Mu'tadil, gemäßigt. Yahya ibn Ma'in war Mutashaddid. Heftig, stark in der Kritik. Wenn man schaut jetzt, wenn Yahya ibn Ma'in jemanden kritisiert hat, dann nimmt man nicht dies sofort. Man schaut, was Imam Ahmed gesagt hat, Mu'tadil. Und die Ikhwanul Muslimin, sie haben diese mittlere Stufe heute abgeschafft. Es gibt kein Mu'tadil. Nur Mutashaddid damit, Sheikh Rabian sagt, direkt Mutashaddid. Oder Mutasahil. Kein Mu'tadil. Diese Trick, seht ihr diese Intrige? Weil wenn sie sagen Mu'tadil, aha, dass Imam Rabia von den Mu'tadilin ist. Aber nein, sie schaffen sie ab, diese Kategorie. Nur zwei Kategorien. Also Mutasahil kannst du nicht sagen. Dann was? Mutashaddid sofort. Ganz dreckig gespielt, diese Menschen. Ja, zu den Mutashaddidin, zu den yani, Harten in der Kritik und so. Und eben, wie gesagt, Abu Ali al-Riyahi wurde bestätigt, als vertrauenswürdig eingestuft von Abu Zur'a und Abu Hatim, Rahimahumullah. Abu Ali Rahimullah, er erzählt über sich selber. Er sagt, wir waren Diener, yani, Sklaven. Von uns gab es einigen, die ihre Steuern abgaben. Yani, was ist damit gemeint? Sein Besitzer, er schickt ihn zur Arbeit. Und dann von diesem erwirtschaftetes Geld verlangt er vor ihm 20% oder 30% oder 50% oder ich weiß nicht. Versteht ihr? So. Eine Art, wie der Sklave eingesetzt wird. Der Besitzer, er schickt zu dir, zu mir, zu jedem arbeiten.
Du gibst ihm Lohn für diesen Tag, oder? Von diesem Lohn muss er seinem Besitzer eine gewisse Prozent abgeben. Einigen taten so. Die anderen dienten direkt, waren direkt unterstellt ihren Besitzern. Abu Ala sagt, einigen machten die erste. Andere waren direkt unterstellt ihren Besitzern, sie machten Arbeiten für ihn direkt. Und dann, wir machten, hört euch zu, meine Lieben, wir machten jede Nacht Khatma. Jede Nacht lasen wir den kompletten Koran. Er ist Slave, er muss den ganzen Tag arbeiten. Er wird hart gearbeitet. Und am Abend liest er den kompletten Koran. Jedoch mit der Zeit wurde uns dies schwer und belastend. So beschwerten wir uns gegenseitig, mit seinen Freunden, seinen Gefährten. Dann trafen wir die Sahaba des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sie belehrten uns, von Jum'a bis Jum'a eine Khatma zu machen. So haben wir dann gebetet sogar in der Nacht und schliefen wir eine Zeit. Und haben wir den Koran gelesen und es war nicht für uns belastend. Und dann für sieben Tage haben sie mal Khatma gemacht. Dann der komplette Koran gelesen. Und plus gebetet in der Nacht und auch Zeit gehabt für Schlafen. Schaut, wie sie waren, der Bruder, die Salaf. Und Abu Aliya, rahimahullah, sagte, es geschah, dass ich gereist bin, tagelang, zu bestimmten Leuten, damit ich von ihnen Hadithen höre. Jedoch, als ich bei ihnen ankam, zuerst beobachtete ich sein Gebet, wie er betet. Wenn ich sah, er verrichtet sein Gebet schön und gut, so blieb ich bei ihm und habe Hadithen gehört. Und wenn ich sah, oder beziehungsweise wenn ich ihn gefunden habe, er vernachlässigt das Gebet, so entfernte ich mich von ihm und nahm ich von ihm kein Hadith. Schaut, weil Imam Ahmed Rahimullah sagt, dein Anteil zum Islam ist so viel wie dein Anteil im Gebet. Imam Ahmed Rahimullah sagt, dein Anteil zum Islam ist so groß wie dein Anteil zum Gebet. Schau, wie lange betest du, wem betest du? Dann wirst du wissen, wo du stehst und wo du bist. Schaut der Abu Ali, schaut sein Gebet, ob er richtig schön verrichtet, mit Shurud, mit Arkan, mit Sunan und so weiter. Dann nahm er von ihm Hadith und so hat er ihn gelassen. Und Abu Asim al-Ahwal, rahimahullah, er sagte, Abu Ali, wenn bei Abu Ali al-Riyahi mehr als vier Leute saßen im Ders, er stand auf und hat sie gelassen. Und er hatte Angst vor Augendienerei und seine Nia zu kontrollieren. Das ist Imam, Bruder, der Salaf. Und Abu Asim al-Ahwal sagt, wenn bei ihm vier Leute saßen, wenn mehr als vier Leute, er stand auf und ist gegangen. Allahu Akbar. Und Abu Aliya sagte zu den Leuten, ihr betet und ihr fastet mehr als diejenigen, die vor euch waren. Jedoch, die Lüge hat sich auf eure Zungen verbreitet. Denn eure Gebet ist größer und langer, aber und ihr fastet mehr. Jedoch eure Lüge, die Lüge hat sich verbreitet auf eure Zungen. Es ist ein Lügner geworden. Und diese Sache war gewaltig, diese Lüge. Und auch Abu Asim al-Ahwal, rahimahullah, sagte, dass Abu Aliya zu ihnen sagte, zu Abu Asim, sein Schüler und die anderen Studenten, die bei ihm waren, lernt der Koran. Und wenn ihr ihn gelernt habt, so kehrt ihm nicht eure Rücken, beziehungsweise zeigt nicht Abneigung. Und hütet euch
Und hütet, denn Abu Alia sagt weiter, und hütet euch vor diesen Gelüsten von den Ahwa, denn sie führen zur Feindschaft und Hass zwischen euch. Ja, das heißt, die Leute der Bid'a, die erneuern und ihre Gelüste folgen, sie sind diejenigen, die Feindschaft wollen und Hass. Weil Abu Ala sagte, hütet euch von dieser Ahwa, von diesen Gelüsten, eure Gelüsten zu folgen. Denn das ist Grund dann, dass es Spaltung gibt, dass es Feindschaften entstehen und so weiter. Das Folgen der Gelüste, nicht nachher, wenn jemand dich kritisiert wegen deiner Gelüste und dann sagst du, er hat gewarnt von mir und so. Nein, schau, wer war der Grund dafür für diese Spaltung? Deine Taten, deine Handlungen oder jemand, der dich nachher kritisiert hat, um die Leute davon zu warnen, vor deinem Übel. Aber da diese Menschen nicht genug Allah fürchten, dann treiben sie Spiele und Spiele. Schaut, Abu Ali Riyahi sagt, und hütet euch vor diesen Gelüsten, denn sie führen zu was? Diese Gelüste, er sagt, nicht die Sunna führt zu dem. Nicht die Festhaltung an der Sunna führt zu dem. Nein, er sagt, diese Gelüste, sie führen zur Feindschaft und Hass zwischen euch. Denn, dann sagt er weiter, denn wir lasen der Koran 15 Jahre, bevor die Tötung passierte. 15 Jahre, bevor die Tötung passierte. Dieser Tötungsdelikt von den Khawarij. Yani, die Tötung von Uthman radiallahu anhu. Diese dreckige Khawarij. Die Urgroßväter von Bin Laden und Abu Bakr al-Baghdadi und wie sie heißen, Abu Gharib und alle wie sie heißen. Unser Kau, diese kaputte Köpfe, Hunde in unserer Zeit. Ihre Vorväter, sie haben dieses reines Blut von Uthman radiallahu an halal gemacht. Wieso erwähnt dann Abu Ali die Tötung von Uthman? Das Folgen der Gelüste, er erwähnt vorerst die Gelüsten und dann erwähnt dieses Geschehnis. Das zeigt, dass das Folgen der eigenen Gelüste, das führt zur Spaltung und Feindschaft und Tötung. Sogar Tötung von den besten Menschen, die auf der Erde gehen. Wie Uthman radiallahu an und dann Ali radiallahu an. All dies aus dem Grund, was? Die Gelüste zu folgen. Und dann sagen die Leute, ja, ihr seid streng, ihr seid so, ihr seid so. Nein, die Sunna vereinigt die Menschen. Die Bid'a spaltet die Menschen. Entferne dich von der Bid'a. Entferne dich von den Leuten der Bid'a. Denn du bist Grund für Spaltung. Du bist Grund für Feindschaft und Hass. Aber dann wollen sie gerne die Schuld anderen zuschieben und sich als harmlos verkaufen, sich als die Opfer angeben und sich darstellen. Und in Wirklichkeit, sie sind die Täter und sie sind die Verursacher und die sind die, die diese Sachen ankrubbeln. Und Abu Asim al-Ahwal, er sagte, ich erzählte diese Wörter von Abu Ali al-Riyahi, ich erzählte diese Wörter zu wem? Zu Imam Hassan al-Basri, rahimahullah. Dann sagte Hassan al-Basri zu Abu Asim al-Ahwal, bei Allah, Wallahi, sagt er ihm. Er war ein wahrhaftiger Ratschlaggebender. Und in diesen Sachen, was er dir gesagt hat, er war wahrhaftig. Er war ein guter, wahrhaftiger Ratschlaggebender. Abu Aliya al-Riyahi, rahimahullah, er sagte, ich berührte mein Geschlechtsteil nicht mit meinem rechten Hand seit 70 oder 70 Jahren. Seit 60 oder 70 Jahren. Sein Geschlechtsteil, er berührt nicht mit seinem rechten Hand. Seit 60 oder 70 Jahren schon. Mit der linken Hand sich reinigen und so weiter. Mit der linken Hand. Er sagt, seit 60, 70 Jahren, Bruder, das ist ein ganzes Leben von einem Mensch. Schaut, wie man aufpassen muss da, wie man konzentriert sein. Also seit 60 und 70 Jahren habe ich nicht meinen Geschlechtsteil mit der rechten Hand berührt, beziehungsweise angefasst. Weil mit dieser Sache tut man die guten Sachen mit der rechten Hand.
Und Abu Ali, rahimahullah, er pflegte, wenn seine Schüler bzw. seine Gefährte zu ihm kamen, in seinen Wissenskreis, er pflegte ihnen die folgende Verse zu zitieren. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Und wenn die, Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا جَاءَكَ, und wenn diejenigen kommen zu dir, die an unsere Zeichen und Versen glauben, und die sind gläubig an Allah Ta'ala, so sage ihnen, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Und wenn die Gläubigen zu dir kommen, die Gottergebenen zu dir kommen, dann sag ihnen eine schöne Wörter, Salamun alaikum, Friede sei auf euch. Yani Merhaban bikum. Und nicht sie yani abstoßen und sagen, ich habe keine Zeit oder so. Faqul Salamun alaikum. Und Abu Alia sagte, von seinem Verständnis, seine präzises, scharfsinnige Verständnis, wo sich widerspiegelt, er sagte, dass Allah Ta'ala hat Sachen yani uns, den Menschen, versprochen. Und Allahs Versprechen ist, erfüllt sich immer und ist die wahrhaftigste Versprechen. Allah Ta'ala sagt, Abu Ali sagte zuerst, erste Sache ist, wer an ihm, wer an Allah glaubt, so wird er ihn recht leiten. Wer an Allah glaubt, so wird Allah ihn recht leiten. Dann sagt Abu Aliya, und der Beweis dafür ist im Buch Allahs. Schau diese Selefi-Erziehung, schon damals, und Muhammad Abdullahab und Ibn Taymiyyah und Abdullah Bukhari und so weiter. Immer Aussage, Beweis. Er sagt ja nicht, wer an ihm glaubt, so wird er ihn recht leiten. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs. وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Und wer an Allah glaubt, wenn Allah, was macht Allah? Yahdi. Yahdi qalbah. Allah leitet seinem Herz recht. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Wer an Allah glaubt, dann was ist das Ergebnis davon? Allah leitet ihn recht, in sein Herz. Und eine weitere Sache ist, und wer sich auf Allah stützt, wenn er auf Allah sich vertraut, so ist er ihm genüge. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Und wer sich auf Allah stützt, wenn auf sich Allah Tawakkul macht, auf sich auf Allah sich vertraut, Allah ist ihm genüge. Abu Allah sagt eben, Aussage gleich die Beweisen. Und wer sich auf Allah vertraut, dem ist Allah genüge. Und dritte Sache ist, und wer Allah ein schönes Darlehen gibt, so belohnt ihn Allah um Vielfaches. Darlehen, versteht ihr das, oder? Darlehen. In der Erklärung jetzt werden wir das verstehen. Allah Ta'ala sagt, und der Beweis dafür ist, dass Allah ihn nachher um Vielfach belohnen wird, die Beweis dafür ist, die Aussage Allahs, مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Yani, wer ist derjenige, dem Allah Ta'ala ein schönes Darlehen gibt? فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. So dann wird ihm Allah dieses Darlehen um Vielfaches vermehren. Um Vielfaches vermehren. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah sagt, vor diesem Vers, dass ihr versteht dann in diesem Zusammenhang jetzt, wieso ja nicht, man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana, und wer ja ist bereit, dass er Allah eine Darlehen gibt, ein schönes Darlehen. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah sagt, vor diesem Vers erwähnte Allah Ta'ala das Abmühen auf Allahs Religion. Das Abmühen auf Allahs Religion. Und dieses Abmühen auf Allahs Religion braucht was?
Unterstützung und braucht Finanzen. So befiehlt Allah Ta'ala den Gläubigen und ermunterte sie dazu, auszugeben auf Allahs Wege. Und nannte dies, diese Ermunterung, Qard. Was? Darlehen. Und auch, Sheikh Abdurrahman al-Sa'd rahimahullah sagt, und dies ist auch umfassend, nicht nur auf dem Weg Allahs, sondern er gibt auch von seinem Besitz für guten Zwecke. Und speziell das Abmühen auf dem Weg Allahs. Und Al-Hasan, yuqridullaha qardan hasana, Hasan huna halal. Das schöne, gute Darlehen, dass es halal ist. Dass es halal ist. Und was noch? Dass es beabsichtigt ist, Allahs Angesicht damit. Erstens halal und zweitens, dass du damit Allahs Angesicht bestrebst. Dann sagt der Sheikh Sa'di rahimullah, denn der gute Tat wird verzehnfacht bis 700 und noch mehr. Dann sagt er, abgesehen, was sind die Gründe, dass der Tat sich vermehrt, zehnfach bis 700 und mehr, Sheikh Sa'di rahimullah sagt, abgesehen der Zustand der Ausgeber, und seine Absicht und abgesehen von der Bedürfnis, der geholfen wird. Wenn jemand starke Bedürfnis hat, ihm geholfen zu werden, ist nicht gleich wie jemand, der ihm gut geht, aber er könnte es gebrauchen, diese Hilfe. Das sind ganz andere Welten. Ganz andere Welten. Und vierte Sache, was Allah versprochen hat gegenüber seinen Dienern, wie Abu Ali al-Riyahi rahimahullah sagt, wer Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala sucht, er sucht Zuflucht vor der Strafe Allahs, dem gewährt Allah ta'ala Zuflucht. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs, wa'tasimu bihablillahi jami'a, und haltet euch fest am Seil Allahs allesamt. Das heißt, indem du dich am Seil Allahs festhältst, wirst du bewahrt vor was? Vor der Strafe Allahs. Wirst du bewahrt vor der Strafe Allahs. Und die fünfte Sache ist, Abu Ali al-Riyahi rahimahullah sagt, dass Allah versprochen hat, und wer ihn bittet, so antwortet ihm Allah Ta'ala in seinen Ruf. Und Allah Ta'ala, und der Beweis ist dafür die Aussage Allahs, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich, ja Muhammad, dich fragen meine Diener an mir, فَإِنِّي قَرِيبٌ, so sag es ihnen, ich bin nah. Ich bin nah von ihnen. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, ich antworte der Bittgebet des Rufenden. إِذَا دَعَان, wenn er mich ruft. Das ist Versprechnis von Allah. Ich antworte dem Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Deswegen, ja Abdallah, wisse, kehre deine Angelegenheiten zurück zu Allah, alle deine Angelegenheiten. Das ist Allahs Versprechnis. Du musst das spüren in deine Dua. Nicht einfach, dass deine Dua zur Gewohnheit wird. Du musst spüren, dass Allah subhanahu, du musst spüren diese Verse, diese Wörter Allahs, dass er dich hört und dass er mächtig ist und imstande ist, dir diese Dua zu akzeptieren. Du musst es vor Auge behalten, vor deinen Augen. Und Abu Ali al-Riyahi rahimullah, bevor er starb, erteilte seinen Besitz in drei Teilen. Ein Drittel gab er auf dem Weg Allahs. Ein Drittel hinterließ er der Familie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und ein Drittel hinterließ er den Armen. Also sein ganzes Besitz gab er aus. Abu Ali al-Riyahi rahimullah, dieser Imam, dieser edler Imam der Salaf, er sagte, Allah erwies mir zwei Gaben. Ich weiß nicht, welche ist die bessere. Erste ist,
dass er, yani Allah Teala, mich zum Islam recht leitete, oder dass er mich nicht von den Haruriya machte. Yani nicht von den Khawarij machte. Er sah das eine gewaltige Gunst. Er weiß nicht, welche ist besser. Die Rechtleitung zum Islam oder dass er bewahrt wurde, ein Kharij zu werden. Schaut, wie die Salaf die Gabe, die Rechtleitung zur Sunna schätzten. Er sagte, zwei Gaben. Ihm interessiert nicht Gesundheit oder dieses Leben. Er sagt, zwei Gaben. Ich weiß nicht, welche besser ist, welche gewaltiger ist. Dass Allah mich zum Islam rechtleitete oder dass er mich bewahrte, dass ich nicht von den Khawarij bin. Von den Hünden des Höllenfeuers. Deswegen wir müssen Allah Ta'ala danken. Das ist eine Gabe Allahs. Dass wir keine Ikhwanis sind, keine Tablighis sind, keine Mu'tazila sind, keine Murji'a sind, keine und keine. Das ist Allahs Gabe, die wir danken sollen jeden Tag. Dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns diese Gabe bewahrt. Und Abu Aliya, zum Schluss, meine liebe ehrenwerten Brüder, die ich muss yani gestehen, oder gestehen, ich muss gestehen, jedes Mal eure Gesichter, es freut mich zu sehen, jeder einzelne von euch. Es ist wirklich eine riesige Freude, eure Gesichter zu sehen und dies stärkt mich. Und ich finde es genüge bei euch und Alhamdulillah, möge Allah uns Allah Ta'ala uns auf dem rechten Weg bewahren. Und wir sind nicht interessiert, viele Leute zu haben. Alhamdulillah, auch wenn wenige sind, auf Sunnah. Und dies genügt. Und die Salafis, sie freuen sich, wenn sie sich gegenseitig sehen und sich gegenseitig besuchen. Und deswegen, wenn jemand die Möglichkeit hat, sich mit den Brüdern zu treffen, bei Gelegenheit und so weiter, sollte dies tun. Denn diese Sache ist ohne Zweifel, vor allem hier, wo wir sind, hat sehr nötig. Abu Aliya, rahimahullah, er wurde von Abdul Karim Abu Umayya besucht. Er wurde besucht von dieser Sheikh, Abdul Karim Abu Umayya. Und Abdul Karim Abu Umayya, er trug so schweren Kleider, yani auch alte und so. Dann sagte ihm Abu Aliya, rahimahullah, dass diese sind Kleider von den Mönchen, Mönche, yani. Das sind Kleider von Mönchen. Denn die Muslime, wenn sie sich gegenseitig besuchen, sie verschönern sich. Abu Aliya sagt, yani, du hast mich in diesem Zustand besucht. Und Allahu A'lam, sehr wahrscheinlich kannte auch er sein Hal, dass er Möglichkeiten hatte, auch andere Kleider sich zu kaufen. Er sagt, diese Kleider, wenn es gebührt sich, es ist angebracht, wenn man die Möglichkeit hat, wenn sich die Muslime gegenseitig besuchen, dass sie sich ja nicht verschönern, dass sie sich schön anziehen. Und Abu Ali al-Riyahi, dieser Imam, ist gestorben im Jahr 90. Im Jahr 90 nach der Hijra des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.